Auf geht's. Da ist schon die Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich sollte vorsichtig sein. Guck mal, da oben sind Smaragde in der Decke. Das ist ja mal geil. Ja, das ist natürlich was Tolles an solchen großen Höhlen. Das ist so wie mit den Minenschächten. Da liegt eine Menge an Oberfläche offen und man kann natürlich sehr viel mehr an Rohstoffen sehen, ist klar. Ja. Und ich werde mich auch noch an diese Höhlen noch gewöhnen und eines Tages lernen, damit umzugehen und nicht gleich geschlachtet werden. Im Nachhinein erinnert mich jetzt diese Scheuse an eine der ersten Folgen, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß, in der alten Welt, wo mich die Zombies gecornert haben. Ich glaube, das war rund um die 100. Jubiläumsfolge. Ich glaube, kurz davor war das. Da bin ich, glaube ich, vor einem Creeper geflohen, bin in ein Loch gefallen und dort haben mich die Zombies gecornert und gegangbangt. Also so richtig. Ja. Ein gegangbangtes Einhorn. Ja. Da kannst du dir jetzt eine Fantasie drüber machen, Digga. So. Einhorn-Gangbang. Ich habe doch gesagt, dieser Kanal und diese Videos hier sind nichts für Kinder. Also sind nicht speziell für sie gemacht. Wenn sie sie gucken, geht das auf eigene Gefahr. Sollen die Eltern gefälligst auf ihre Gören aufpassen. Das ist nicht mein Job, Digga. So. Ja, solche Aussagen können einem auch ganz schnell mal irgendwie die Sympathien der Leute verscherzen, aber das ist mir dann auch Wurst. Und das meine ich auch mal ernst. Also, es war schon schlimm genug, als die Eltern ihre Kinder vom Fernseher abgeladen haben, um sich nicht um sie kümmern zu müssen. Und jetzt neuerdings unterhalte ich ein bisschen im Internet. Das sind viele Onkels, die mit dir chatten wollen. So. Ja, das natürlich ist nicht gewollt, aber es passiert dann halt. Sind nicht alle so nett wie ich. So. Ja, ganz schön viel Rohstoffe hier. Ich wollte ja eigentlich Kohle holen. Das ist ja eigentlich mein Begehr. Aber ich hole natürlich auch den Rest hier raus. So. Ja, was will ich noch? Also, jetzt habe ich ja hier den Tunnel in diese Höhle rein. Und es wird eine Weile dauern, bis ich hier wirklich, ja, bis hier alles raus ist, bis ich diese Höhle dann zuschütten kann. Dann werde ich irgendwann ganz viel Erde holen und das Ganze hier zuschütten. Einen wird es geben. Einen wird es geben, der das glaubt, dass ich das tatsächlich tun will. Und der wird sagen: Der Honk, der ist ja blöd. Der will so eine große Höhle mit Erde zuschütten. Ja, klar. Nee, aber eines Tages wird hier natürlich nichts mehr zu holen sein. So in, also bei Folge 5000 irgendwie. Hallo und herzlich willkommen zu meinem 100. Geburtstag. Nee, Folge 5000 wird wohl früher kommen. Folge 5000, das müsste man mal ausrechnen. Wie lang das wäre. Aber ich habe jetzt 1000 Folgen in 3 Jahren. Kommt ja auch ungefähr hin, so mit der Tagesanzahl, ne? Das heißt, weitere 12 Jahre und ja, dann bin ich 66. Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat es schon Spaß daran. Ja, mit 100. Da bin ich dann wahrscheinlich schon irgendwie bei Folge 20.000 und mehr.
stehe im Guinness-Buch der Rekorde als derjenige mit dem längsten Minecraft-Let's Play überhaupt. Ich hatte schon immer den längsten. Und das längste habe ich dann auch. So. Dann fehlt nur noch die längste. Wie ich das hinkriegen soll, weiß ich nicht. Ich erzähle hier einen Quatsch. Diggi. So. Wie sieht es hier hinten eigentlich aus? Lustig. Ja. Also, habe gar nicht so viel Kohle jetzt gekriegt hier. Wie ich wollte. Jetzt höre ich hier schon wieder ein Skelly rumeiern und ein Zombie. Das ist das erste, das sind die ersten Mob-Geräusche, die ich seit langer Zeit höre hier. Das ist angenehm, keine Mob-Geräusche zu hören, aber nun ja. Ja, Zombie, ich weiß, dass du mich gerne fressen möchtest, aber no food for you today. So. Mein Gehirn kriegst du nicht. Das ist viel zu kostbar für dich. Du kleiner Schmutzhus. Ja. Gleich krieg ich wieder auf die Fresse, weil ich so ja, und jetzt schon sollten eigentlich meine neuen Kurzintros, also meine Intro-Vorspieler da sein. Aus dem Film oder dem Theaterstück Jesus Christus Erlöser mit Klaus Kinski. Grandios seine Ausfälle und seine Runs. Und ja, ich finde einfach einige der Aussagen, die passen so wunderbar. Auf der anderen Seite passen sie nicht. Also ich frage mich im Endeffekt wirklich, ob Kinski sich damals für Jesus gehalten hat, weil er hat so wirklich fast schon aus der Ich-Perspektive sich also den Jesus beschrieben. Ich fand vor allen Dingen seine ewigen Wiederholungen mit den schreienden Müttern in Vietnam. Alter. Aber auf der anderen Seite fand ich ihn irgendwie ja, ehrlich durchgeknallt und Randale, ne? Anarcho. Ja. Du Somme, du dumme Sau, du. Ja. Es gibt ja dann den Max Giermann, der immer ganz gerne mal Klaus Kinski parodiert. Der hat so ein paar richtig, richtig geile Dinger gemacht. Ich weiß nicht, irgendwie zum Fernsehpreis hat er so eine Kinski-Parodie gemacht. Da. Schade, dass man hier nicht direkt verlinken kann. Also, dass ich jetzt nicht direkt hier, während ich jetzt hier spiele, in das Video einen Link einfügen kann. Ich werde es garantiert vergessen. Ja klar, ich gucke das Video nochmal durch, aber das Ding ist, ob ich dann Bock habe, einen Link einzufügen oder was auch immer. Meist gucke ich das dann ja und mache hinterher die Videobeschreibung und dann vergesse ich das oder vergesse die Infokarte reinzupacken. Ja. So läuft das halt. So läuft das halt nicht. Ja. Das ist 13 Erfahrungslevel. Wie viel hatte ich, als ich... Das will ich gar nicht wissen. Erzähl's mir nicht. Ich will es nicht wissen. Oh, wen haben wir denn da? Bleibst du mal stehen, Skelly, alte Drecksau? So, hat ihm nicht geholfen. So, ja. Och, was haben wir denn da? Guck mal, Pillager. Pillager in der Höhle stand und starb. Ein bisschen weiter runter. Jo. So, wo ist denn der Rest? Kann ja wohl nicht wahr sein. Endermann? Schaffen wir den? Ich muss nur diese Schutzgeschichte schnell genug aufbauen. Ich mag immer gerne eine 3x3. Wenn der noch da ist, wird er nicht sein. Nein. Andy. Ach, ich sehe den Pillager. Warte. Das ist mir viel wichtiger.
So, wollen wir einen Raid machen? Also wenn, dann drüben im Wüstendorf, ne? Also, ist mal klar. Haben die irgendwie die Bogenphysik geändert? Früher flogen die viel mehr im Bogen, also die Pfeile, viel mehr so in der Parabel. Feuer! Als die Erde noch flach war. Gut, nicht wieder in die Schlucht fallen. Ich sollte vielleicht mal da mich runterbauen und dann mal ein paar Fackeln reinsetzen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade mal... nicht da. Und was ist hiermit? Lass mich mal schauen. Das kann mal schief gehen. Nö, tut's aber nicht. Hier hat sich Hirup rein eine kleine... kleinen Gang gebaut, mal wieder. Der Hero Brian. Brian. It's Hero Brian. Wow. Ganz schön schlauchig hier, das wird schießen. Ja, was haben wir hier? Alter. Endermann, ich wollte dir eben eine Chance geben zu sterben, aber jetzt habe ich keinen Bock mehr auf dich. Verpiss dir. So. Auch noch weiter. Digga. Ja. Und so kann man die ganze Zeit damit verbringen, eine Höhle zu erkunden und die angrenzenden Gebiete. So. Wie lange nehme ich schon da auf? 33 Minuten. Facecam hat noch über eine Stunde Zeit. Ja. Ich will es möglichst so auf die Reihe kriegen, immer in nächster Zeit, dass halt keine Folgen irgendwie in der Mitte sind am Ende der Aufnahmesitzung. Du verstehst, was ich meine. Also diese Sache so von wegen, dass dann in der nächsten Aufnahmesitzung gleich fortgesetzt wird. Das finde ich immer irgendwie ein bisschen unpassend. Ja. Schauen wir mal, wie wir das diesmal hinkriegen. So, hier ist mal nichts drinne. Ja, ich muss aufpassen, es wird langsam wieder Abend. Diese Steinsäule da. Enderman, willst du jetzt oder willst du nicht? Ich gebe dir noch eine Chance. Pass auf, der ist gleich wieder weg. Oh, diesmal ja. Na komm schon. Enderpearl incoming. Ja, super. So, das war dann auch mal das. Ja, dann können wir ja bald den Enderdrachen erschlagen. Okay. Hat er ja wieder ein Loch hingesetzt, dieser asoziale Drecksack, ne? Versaut mir die Welt mit seinem. Ist da noch einer? Nö, ich dachte schon. So, mit seinem Mist, den er hier überall hinpflanzt, dumme Saudi. Ja. Ja, ich gucke ja jetzt ein paar Mal, um die Ausschnitte rauszufinden, die mir am besten gefallen. Gucke ich jetzt dieses Jesus Christus Erlöser von, also mit Kinski. Und ich glaube, wenn ich das noch ein paar Mal schaue, dann werde ich genauso wie der. Das ist ansteckend. So. Ja, Kinski ist mein Lieblingspsycho. Ganz klar. Also war. Den gibt es ja nicht mehr. Schade eigentlich. Viel zu jung von uns gegangen. Ich will hier runter, denn es wird Nacht und mein Bett ist da unten. Ja. Erzähl uns was Neues, Honk. Warum bin ich dafür da?
Du blöde Sau, du. Komm, halt deine Schnauze, damit du hörst, was ich jetzt sage. So, das ist Fake News. Ich wurde niemals von einem Zombie geslayt. Nee. Ich slaye die Zombies, aber die nicht mich. Hui. Wunderschön. So. Dann das da nochmal rein. Und Gott, ist das viel. Boah, und ganz schön viel Gold hier. Aha. Das. Und dann nochmal. Nö. Dann nochmal nö. Und ja, das muss dann wohl jetzt erstmal müssen die Dinger hier durch eiern. Ist das schon wieder Nacht? Das sieht so dunkel aus. Degen. Diese Höhle macht mir Angst. So. Ich schaue mal, wo war denn jetzt meine Treppe hier runter? War die hier? Oder war die da? Da. Du hast keine Fehler, Digga. Das könnten deine letzten sein. Und ich will nicht skewered werden, auf gar keinen Fall. Also aufgespießt von einem, gepfählt von einem Dripstone. Ich hau die Dinger jetzt hier mal weg. Komm, Digga. Wir gucken uns das jetzt hier mal an. Also, momentan schwankt mein Gefühl zwischen Faszination und Grauen. Verständlich oder nicht? Eigentlich will man an so einem Ort doch gar nicht sein. Nicht als gesitteter Minecrafter. So. Das ist reine Barbarei, was hier ist. Ah ja. Da ist genügend Material drunter. Da kann man ruhig mal draufstehen. Ich stehe da drauf. So, oh ja, prima. Danke. Tschüss, Material. Es war schön. Es fällt alles runter. Also muss ich da runter. Da will ich aber nicht hin. So. Drip. Dieses Dripstone-Geräusch. Drip. Chumbawamba. Drip, drip, drip. Goes to border. Kann ich gar nicht glauben. Ich stand mal vollständig auf Chumbawamba. Wer die kennt. Haben ja auch eigentlich ganz coole Musik gemacht. So, aber auch wieder politische Extremisten. Diesmal aus der anderen Richtung. Aber auch nicht viel besser. So, gucken wir uns mal an hier. Oh, hua, Digga. Da ist mir einmal kurz die Schleichentaste losgegangen. Sowas kann man ganz schnell in einem plötzlichen Anfall von Tod enden. So, gehen wir mal runter hier. Zu unserem neuen Safe Room, der allerdings einiges laggt. Also der hat einige Sachen, die er noch braucht. Also hat einige Sachen, die er noch braucht. Hört sich irgendwie blöd an, stimmt nicht. Nee. Da fehlt einiges, um einen richtig guten Safe Room zu haben. Und zwar möchte ich gerne noch eine Tür haben.
Endermann. Nee, ich kümmere mich jetzt nicht um das Stück. So, ich möchte jetzt gerne noch eine Tür haben. Und eine Druckplatte. Tür haben wir. Druckplatte incoming. Oh, mit dem Holz sieht schlecht aus. Aber wisst ihr was, dann machen wir gleich. Also sobald das hier Probleme gibt mit dem Holz, machen wir hier Feierabend. Dann möchte ich noch eine Sache machen. Also eigentlich mehrere Sachen, nämlich zum Beispiel würde ich gerne die Gänge unten ausbauen.